warum kommen wir hier zusammen? Was ist unser Anliegen an die Stadtpolitik? Weil wir ja eine erschreckende Stadtentwicklung beobachten, wo immer mehr kulturelle Projekte weichen müssen. Also Jena nehme ich als ein bisschen auch als eine Boomstadt wahr. Also Wohnraum ist knapp, ist auch begehrt. Keine Hebammen und somit kein familienfreundliches Jena. Wenn der Erhalt des Geburtshauses nicht gewährleistet wird. Es braucht Dinge, die über Generationen erhalten bleiben. Und so eine Kurve ist es halt für uns. Bringt natürlich eine gewisse Frustration mit, wenn man 2 Jahre lang verhandelt und das Ganze auf einem gut bürgerlichen Weg und man kriegt immer wieder als Antwort, ja, wir reden später drüber. Ich bitte Sie jetzt, den Bereich vor dem Präsidium zu räumen. Sie hatten Ihre Aufmerksamkeit. Wo meinetwegen 15 Grundstücke da sind, wird nur eins angeboten. So kann man Höchstpreise erzielen. Passieren müssen hier und da. Wir werden immer versuchen, das behutsam und fair im Umgang zu machen, aber das wird passieren müssen. Man muss sich aber fragen, was ist denn in so einer Stadt wertvoll? Das Wertvolle ist die Lebensqualität und nicht prestigereiche Objekte, Gewerbe und große Zahlen auf dem Zettel.